Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren wunderschönen Real-Life-Opening. Wir öffnen heute eine Rivals of Ixalan Bundlebox. Das heißt also, wir haben hier wieder 10 wunderschöne Booster, die wir dann gleich aufmachen werden. Aber zuerst kommen wir zum Inhalt, weil ich darüber ja auch immer ganz kurz zumindest in dem Video hier reden möchte. Denn hier sind wieder ein paar interessante Sachen drin für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was in diesen Bundles drin ist. Dort ist einmal erstmal ganz viel Folie mit am Start. Wir haben diese wunderschöne Box. Dort sind auch die verschiedenen Inhalte mit drin, mit dem Booster, die 80 Standardländer und der Würfel. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Aber erstmal hierzu, wir haben hier eine Pappbox, in die man irgendwie, keine Ahnung, die Länder reinpacken kann oder aber irgendwas anderes in der Richtung, was man halt gerne verstauen möchte. Dann haben wir hier den Player's Guide. Da sehen wir alle Karten, die in diesem Set enthalten sind. Man kann das Ganze hier auch wunderschön abheften inzwischen. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob das die alten auch hatten. Kann man auch die Sachen dann irgendwie abkreuzen oder sowas, die man halt schon hat. Und dann ist noch ein wunderschönes Poster hier innen drin, die ich irgendwie nie aufmache, sondern einfach so in gefalteter Variante in meinen Schrank reinpacke. Gut, kommen wir also zu diesem wunderschönen Pack. Also ich mag auf jeden Fall das Artwork, das hier vorne drauf ist. Dieses Huatli Artwork ist einfach echt schön. Und es tut mir leid, dass die Kamera gerade ein bisschen wankt, aber ich muss hier gerade immer noch ein bisschen improvisieren. Das wird hoffentlich in den nächsten Videos dann ein bisschen anders werden. Dann haben wir hier einmal diese 80 Länder und den Quick Reference Guide. Ich muss ja wirklich sagen, dass mir die Länder hier aus Rivals ziemlich gut gefallen haben. Deswegen freue ich mich darüber. Wir haben unsere 10 Packs natürlich hier mit am Start, die wir gleich öffnen werden. Diese Box, wo ich meine Commander gerne drin verstau. Und ein wunderschöner grüner Würfel. So, dann hätte ich mal gesagt, ich richte jetzt mal die Kamera hier richtig her und dann sehen wir uns gleich in der Kartenansicht. So, weiter geht es. Wir haben also jetzt hier 10 wunderschöne Booster, die wir öffnen können. Hier mit dem wunderschönen, ich weiß gar nicht, wie der Raptor hieß, irgendwas Spit Raptor oder sowas. War eine interessante Karte, hat man auch sehr, sehr viel gesehen dann im Ixalan Standard, als die Dinosaurs mal ein bisschen hochgekommen sind. Und fangen wir direkt hier einfach mal an mit dem Glorifier, Sanguine Glorifier, Spirewinder. Heißt das Spirewinder tatsächlich? Brazen Freebooter. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach ein paar Piraten für meinen Piraten-Commander. Das ist auch eigentlich mit einer der Gründe, warum, außer natürlich mit dem Sammelgrund von den Fatpacks, warum ich mir dieses Fatpack noch zusätzlich geholt habe. Recover, Plummet, auch ein Standard-Removal einfach für fliegende Kreaturen. Damit kann man halt wirklich so gut wie alles vom Himmel einfach holen. Dann haben wir Cleansing Ray, Mutiny, Squire's Devotion, Overgrown, ein Dinosaurier, der Overgrown ist, also überwachsen. An die Karte kann ich mich tatsächlich gar nicht erinnern. Ist das Damage, create a 1-1 green Saproling Creature. Interessant vielleicht für das Saproling, der könnte man benutzen. Dann haben wir hier die Crown, den Hatchling, unsere erste Ankommen aus diesem Booster, auch Dinosaurier. Ich muss halt echt gucken, weil die Dinosaurier, muss ich sagen, an die erinnere ich mich gerade so gut wie gar nicht. Und ich baue mir eigentlich auch einen Dinosaurier-Commander so mehr oder minder zusammen. Da muss ich einfach mal ein bisschen schauen, was für Karten ich denn da einfach eigentlich noch brauche. Bin gerade nebenher so am Überlegen, ob gerade eher so eine ganz gute Sache hier mit am Start wäre. Mausoleum Harp hier haben wir hier mit am Start. Charging Tuskodon. Und unsere Rare im ersten Booster ist sehr schön. Der Marauder. Und ich muss sagen, jetzt hier in der Kamera sieht es gerade gar nicht so rare aus, sondern eher fast mythic. Haben wir eine Foil mit drin? Ne, wir haben keine Foil mit drin. Token und ein Island mit am Start. Der Warkite Marauder für ein blaues und ein generisches. Flying whenever Warkite Marauder attacks target creature, defending player controls, loses all abilities, has base power and toughness 0-1 until end of turn. Ist eine sehr, sehr schöne Karte, die man in einem blauen, aggressiven Flyer-Deck benutzen kann. Da gab es ja doch so ein paar Möglichkeiten, die wir gesehen haben. Auch schon in MTG Arena bin ich da gerade am Bauen eines dieser Decks, die halt hier mit Favorable Winds, glaube ich, zusammengespielt wird. Die Karte wird ja auch momentan sehr, sehr gerne im monoblauen Aggro-Deck gespielt. Also ein der beliebtesten Standard-Decks eigentlich, die es momentan gibt. Wird da als One-Off oder als Two-Off gespielt, weil einfach eine Kreatur
zu einer 0-1er zu machen, ist einfach übel stark, Leute. Also damit kann man halt dann wirklich fette Dudes auch einfach rausnehmen. Und das ist halt wirklich eine gute Sache. Der Swaggering Corsair, okay, der hat auf jeden Fall ziemlich viel Swag, muss man einfach sagen. Wieder der Glorifier, Sea Legs. Also man sieht schon wirklich sehr, sehr viele Piratenkarten hier mit dem Start, die halt auch einfach in den Flavor von diesem Piratendeck von Admiral Beckett Brass reinpassen können. Ist ja ein kriegsfarbenes Deck, eigentlich jetzt nicht so gut. Aber ich finde es halt einfach interessant, so ein bisschen auch in Richtung Flavor zu spielen. Dann haben wir hier ein Naturalize. Jadebearer, eine Karte, die ist super, super gut im, wie heißt es nochmal, ist im Merfolk-Deck ist. Traveler's Amulet, der Marcher of Dusk. Wir sind jetzt auch gleich bei unseren, sehr schön, bei unseren Uncommons Legions Lieutenant, einer der wunderschönen Lord-Karten, die wir hier in diesem Set mit dazu bekommen haben. Vampir-Lord +1/+1 für andere Vampire ist 2 Mana, 2/2, finde ich super, super strong, wird in jedem Vampir-Deck eigentlich drin gespielt. Wir haben den Swift Warden, auch eine interessante Merfolk-Karte mit Flash und den Forerunner of the Coalition oder Koalition ist es wahrscheinlich im Deutschen. Coole Karte, hat mir auch noch gefehlt für meinen Commander, werde ich auf jeden Fall direkt reinpacken. Und unsere Rare oder unsere Mythic ist wieder was Blaues, es ist Kumenas Awakening. Das ist auch eine Karte, die ich eigentlich des Öfteren sehe. Haben wir irgendwie noch was Interessantes hin drin? Oh, ein schönes Emblem von Huatli haben wir noch mit am Start. Auch eine interessante Karte, die ich in letzter Zeit des Öfteren sehe in den Commander. Einfach weil dieses Enchantment doch relativ gut ist. Mit Ascent ist es immer natürlich ein Vorteil, wenn man 10 oder mehr Karten, 10 oder mehr Permanents ist es hier an dieser Stelle, besitzt. Dann haben wir City's Blessing und City's Blessing ist ein extrem starker Effekt im Commander. Einfach weil 10 oder mehr Permanents ist nicht wirklich schwierig zu schaffen. Und dann hat man hier, at the beginning of your upkeep, each player draws a card. If you have the City's Blessing instead, only you draw a card. Das heißt, wir haben hier einen zusätzlichen Card Draw mit dabei. Das ist halt einfach überaus stark, weil ihr wisst ja, Card Draw ist in manchen Situationen sehr, sehr wichtig und teilweise opfert man da ja wirklich mit Phyrexian Arena oder sowas sogar Leben dafür, dass man Card Draw an den Start kriegt. Was habe ich eigentlich da gerade jetzt gesehen hier? Magic, Minecraft, okay, interessante Sache, aber darüber wollen wir jetzt mal nicht reden. Miscloaked Herald, auch wieder Mono Blue Agro, super gute Karte, wird übelst oft gespielt. Der Goblin Trailblazer, Sun Sentinel, Fanatical Firebrand, das ist so eine Karte, die ich eigentlich wirklich zu hassen gelernt habe, seitdem ich MTG Arena spiele, weil sie einfach in jedem Mono Red Agro Deck mit am Start ist. Sie hat halt Haste, man kann sie sägen, um Kreaturen abzuschießen, sie ist halt einfach übel annoying, man kann es nicht anders sagen. Frillbag, Dusk Charger, wieder der Martyr of Dusk, sehr, sehr coole Karte, werde ich vielleicht in mein Vampir-Deck mit reinpacken. Sworn Guardian, Impale, Evolving Wilds, finde ich ja wunderschön einfach nur. Das sind mit, seitdem ich jetzt wieder angefangen habe zu spielen, mit die coolsten Evolving Wilds, die es jetzt eigentlich gegeben hat, also seit Battle for Zendikar. Ich fand natürlich die aus Amon Kaed auch nicht so schlecht, aber die sind halt einfach, die sehen wirklich gut aus, Leute. Dann haben wir Blazing Hope, unsere erste Ankommen. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht nur meinen Finger vor die Karte mache, weil sonst wird nämlich auf meinen Finger fokussiert und nicht auf die Karte. Wir haben wieder den Forerunner. Expel from Orskar, okay. Ascend, return target non-land permanent to its owner's hand. If you have the City's Blessing, you may put that permanent on top of its owner's library instead. Okay, könnte ganz interessant sein, könnte man vielleicht spielen. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so gut. Da ist Blink of an Eye oder sowas tausendmal besser. Und unsere Rare ist, oh mein Gott, The Immortal Sun. Das ist halt eine Mythic, die ich echt gerne sehe. 6 Mana, Players can't activate Planeswalkers Loyalty Abilities, super stark einfach jetzt in der momentanen Expansion mit War of the Spark, einfach weil dann 90% der Decks wahrscheinlich aus Planeswalker bestehen werden. Natürlich ist diese Zahl übertrieben, aber es werden sehr, sehr viele Planeswalker gespielt werden und da ist das einfach super, super gut. Diese
diesen Deny einfach auf die Planeswalker zu bringen, ist echt stark. At the beginning of your draw step, draw an additional card, auch eine super nette Sache. Spells you cast cost one less to cast. Creatures you control get +1/+1. Super starke Karte, freue ich mich, dass ich die hier bekommen habe. Und immer noch dieses Pyromantic Pixels. Warum wird jetzt Magic in Minecraft eingeführt? Mein Gott, was soll das? Ah, hier, er ist... Tatsächlich habe ich das dann mit einer anderen Karte vergessen. Das ist doch hier unsere Karte, die wir hier vorne drauf haben. Ne, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz... Hier, der hier ist es doch. Dann habe ich das tatsächlich verwechselt. Ich glaube, ich habe da wirklich mit einer anderen Karte... Es gibt doch auch so eine Rare, die so ähnlich aussieht, die irgendwie auch Damage schießen kann oder sowas. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Thrilled Deathspitter. Dann nochmal ein Fanatic Firebrand. Wenn es so weitergeht, kann ich mir Mono Blue und Mono Red hier inzwischen bauen. Wieder den Swaggering Corsair. Wir haben Aggressive Urge. Kennel Monitor. Luminous Bound. Auch eine echt coole Standardkarte, muss man einfach sagen. Damit können wir eine Kreatur enchanten. Also hier dieses Enchantment auf die Kreatur draufpacken und sie kann nicht mehr angreifen oder blocken. Trotzdem kann sie immer noch ihre Abilities casten, deswegen seid damit ein bisschen vorsichtig. Wieder ein Impale, dann haben wir hier Hornswoggle. Ist ein Instant. Kann man vielleicht ja mal gucken, ob das hier... Alter, ja, doch Piraten mit drin sind. Counter-Target Spell, you create a colorless treasure. Ja, tatsächlich wäre das doch gar nicht mal so schlecht. Das werde ich wahrscheinlich in mein Piratendeck mit reinpacken, einfach weil es vom Flavor her ganz schön passt. Reckless Rage, der Everdawn Champion. Und unsere Rare ist Awaken Amalgam. Awaken Amalgam Power and Toughness are each equal to the number of different named lands you control. Okay, vielleicht können wir das nutzen, um es mit den ganzen Guild Gates und alles Mögliche, um den relativ hoch zu machen. Für 4 Mana kann man da wahrscheinlich, keine Ahnung, einen 6-6er, 7-7er rausholen, 8-8er vielleicht auch. Könnte interessant sein für Standard, aber jetzt eher weniger. Wir haben, einen Foil Mountain, sehr schick, und noch einen normalen Mountain. Ich muss ja echt sagen, dass mir die Foil-Länder halt einfach übelst gut gefallen und ich glaube, inzwischen ist es soweit, dass ich in meinem ersten Commander komplett alles mit Vollländer ausstaffiert habe. Ich bin da ja auch immer ein bisschen eigen in der Hinsicht und sage mir, hey, ich werde in die Commander, die ich halt sehr, sehr viel spiele oder halt in meinen Main Commander tatsächlich, habe ich jetzt nur Full Arts reingepackt, weil Full Arts finde ich einfach gigantisch schön und in meine anderen packe ich dann halt erstmal die normalen rein, bis ich die komplett ausgebaut habe, bis sie dann perfekt funktionieren und alles. Und die kriegen dann entweder auch Full Arts oder aber alternativ, wie jetzt zum Beispiel in meinem Kumena-Deck, also in meinem Mehrfoil-Commander, das habe ich ja halt zum Beispiel komplett mit Foil-Karten aus, also Foil-Lands ausgestattet. Natürlich nicht mit kompletten Foil-Karten, weil das ganz schön teuer gewesen wäre wahrscheinlich. Swaggering Corsair haben wir wieder mit am Start. Legion Conquistador, auch eine Karte, die ich wirklich oft gezogen habe, auch mit Ixalan zusammen. War das halt einfach, es ist eine starke Karte. Stampeding Horncrest haben wir hier. Knight of the Stampede. Sworn Guardian. Impale schon wieder. Bombard. Das Snubhorn Sentry. Ich sehe das immer öfter jetzt gerade im Standard, in so mono-weißen Agro-Decks und Token-Decks mehr oder minder, die halt versuchen, bevor irgendwie das große Removal oder sowas rauskommt, diesen Dude hier zu aktivieren oder besser gesagt Ascent zu aktivieren, damit er hier halt ein 3-3er ist für ein Mana. Das kann man halt schon machen, ist eine starke Sache. Dann haben wir hier den Relentless Raptor, ein starker Dude, wie ich finde, für 2 Mana 3-3er mit Vigilance. Auch wenn er jetzt in jedem Zug angreift, kann man da halt im Early Game wirklich viel machen. Er ist halt einfach wirklich stark. Der Pitiless Plunderer ist noch hier mit dabei und wieder Everdawn Champion und unsere Rare oder Mythic ist, Seafloor Oracle. Eine sehr nette Karte, die man in vielen Merfolk Decks eigentlich spielt, fast in jedem Merfolk Deck als One-Off oder sowas würde ich jetzt einfach mal sagen. Da wir mit ihr halt einfach zusätzlich Karten ziehen können, wird eigentlich nur in wirklich reinen Merfolk-Decks gespielt. Oh, und wir haben noch den Everdawn Champion in Foil. Das ist eine ganz schön gute Ausbeute, möchte ich mal sagen. Also eine gute Rare und eine gute Foil, oder besser gesagt, jetzt schon 2 Foils und eine Mythic Rare aus einem Fat Pack, oder besser gesagt, einem Bundle heißt er inzwischen. Da bin ich echt Schlechteres gewöhnt. Goblin Trailblazer ist hier die erste Karte, dann Sun Sentinel, wieder der Firebrand, davon habe ich jetzt echt das Playset schon. Der Fleet Border,
The Veteran, Squire Devotion, Overgrown, diese komische Dinosaur, die Crown, Grasping Scoundrel, auch ein guter schwarzer One-Drop, den ich gerne in meinen aggressiven Decks spiele. Dann haben wir hier den Sky Marcher und wir kommen zu unseren Ankommen. Strength of the Pact haben wir hier mit am Start. Needletooth Raptor wird sehr, sehr gerne auch gerade in den Dinosaur-Decks auf MTG Arena gespielt. Einfach, weil er halt 5 Damage schießen kann, wenn Enrage auf ihn triggert. Das ist sehr, sehr gut, um irgendwelche krassen Dudes zu removen. Wir haben Reaver Ambush und unsere Rare ist Ark of wie heißt es nochmal? Oruska. Ark of Oruska. Okay, haben wir wieder voll? Ne, wir haben dieses komische Token-Dingens. Ich weiß gar nicht, diese Ersatzkarte hier für die verschiedenen Enchantments, die wir hier flippen können. Ja, der Ark ist schon eine ganz nette Karte, hat auch Ascent. Wir können natürlich, wenn wir ihn tappen, das ist ja halt immer noch ein Land, können wir einen Colorless Mana in unseren Mana-Pool packen. Und für 5 und tappen ziehen wir eine Karte. Falls Ascent aktiviert ist, was Draw a Card aktiviert ist, bitte. Also ne, ja genau, wir können 5 zahlen und dieses Land hier tappen. Und falls wir Ascent aktiviert haben, bekommen wir eine Karte. Dürfen wir eine Karte ziehen? Ja, kann man mal machen. Ich meine, es ist selten, dass man das wahrscheinlich machen wird. Einfach, weil 5 Mal eine Karte ziehen und dafür noch ein Land tappen. Holy shit, das ist halt schon ziemlich teuer, muss man einfach sagen. Der River Daughter. Wieder einer dieser Karten, die nicht von Gesundheit. Nochmal Gesundheit. Die nicht von Dinosaurier geblockt werden können. Wieder hier unsere Frontkarte von diesem Set. Der Pterodon, Aggressive Urge, der Monitor, Gruesome Fate, der Sky Marcher. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss es mehr mittig halten, dass es, glaube ich, besser fokussiert wird. Crown, der Stormfleet Swashbuckler. Ich glaube tatsächlich, das ist einer der Karten, die mir noch gefehlt haben für mein Commander-Deck. Finde ich sehr, sehr cool, dass wir den hier gekriegt haben. Raging Regisaur, den brauche ich auch noch auf jeden Fall. Shake the Foundations, unser letzter Rare. Und ich glaube, da ist echt wieder eine Foil drin, Leute. Wir haben... Oh, lol, warum ist die Foil jetzt hier vorne dran? Aber weil es eine Foil Rare ist. Wait. Ah, ach so, deswegen. Okay, wir haben noch eine zweite Rare hier in diesem Ding. Ey, es ist einfach so verwirrend, wie diese Sachen manchmal sortiert sind, dass ich hier jetzt eine Foil vorne drin habe und dieses Enchantment, das sich flippen lässt zu einem Land außerdem, dass das halt dann da hinten drin ist. Huh, jetzt haue ich erstmal gegen mein Mikrofon. Ist ein bisschen komisch. Fangen wir erst an mit Sphinx Decree. 2 Mana, each opponent can't cast instant or sorcery spells during that player's next turn. Kann man machen, ist glaube ich auch gar nicht so dumm in irgendwelchen Spellslinger-Decks oder sowas, die dann, keine Ahnung, irgendwie Storm oder sowas raushauen würden jetzt. Deswegen, nette Karte, muss ich mal gucken, vielleicht kann ich die irgendwo verwenden. Was ich aber auf jeden Fall verwenden kann, ist Profane Procession. Super coole Karte, spiele ich übelst gerne, einfach nur 3 Mana. Wir können, wenn wir, wie viele Kreaturen waren es nochmal? Genau, 3 Karten exiled haben für die Kosten von jeweils 5. Können wir, also wenn wir 3 Kreaturen exiled haben natürlich, können wir dieses Enchantment zu einem Land flippen. Und das Land kann uns natürlich tappen für jegliches Mana oder aber wir können für 4, natürlich schwarz, weiß und 2 generische, und tappen können wir eine Kreatur, die wir auf mit diesem Permanent Exiled haben, wieder ins Spiel bringen. Super, super stark. Ich denke mal, die wird auf jeden Fall einen Platz entweder in meinem Standard Schwarz-Weiß Control Deck finden, weil es ist ja momentan mit Kaya und allem möglichen, meiner Meinung nach sehr gut möglich, ein Schwarz-Weißes Control Deck zu bauen. Oder aber halt alternativ im Commander verschwinden. Was heißt verschwinden? Benutzt werden auf jeden Fall. Der Goblin Trailblazer, Legion Conquistador, Sealax, Hunt the Weak. Ich finde es einfach übel cool, wenn wir mal hier kurz über das Artwork reden, dass hier einfach dieser One-Drop-Goblin hier unterwegs ist und der einfach von dem Dino gefressen wird. Da bin ich einfach gottfroh, hey. Weil der wird einfach so unglaublich oft einfach nur gespielt momentan in den monoroten Decks, dass man sich da echt schnell dran satt gesehen hat. Ich glaube, ich habe schon wieder eine Foil drin, Leute.
Harness. Ah, hier geht's schon los mit den Ankommen. Sehr schön. Merfolk Mistbinder, super coole Karte. Feier ich extrem. Ist halt auch wieder ein Lord. Lords sind einfach übelst stark, muss man einfach sagen. Wir haben ein Tapped Land. Und zwar Forsaken Sanctuary. Kein für Weiß oder Schwarztappen, kommt aber leider tapped aus Battlefield. Wir haben. Nee, ich glaube, es ist doch keine voll mit am Start. Doch, ist vielleicht doch. Oh, der Jade Light Ranger. Sehr schön. Siren Reaver ist hier mit dabei und der Jade Light Ranger. Und wir haben doch eine Foil. Es ist ein. Nee, es ist keine Foil. Ah, es ist City's Blessing, das Token. Ich weiß immer, das fühlt sich immer ein bisschen komisch an, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Token dicker sind als die normalen Karten. Jade Light Ranger, übelst gute Karte, wird ja gerade in sehr, sehr vielen Golgari-Decks noch gespielt. Das ist so ein bisschen das Budget-Deck, das sich 90% der Anfänger irgendwie bauen, weil es hat coole Synergien. Man kann damit echt gegen viele Decks anstehen und Jade Light Ranger ist halt einfach eine super starke Karte. When Jade Light Ranger enters the battlefield, it explores, then it explores again. Wenn ich weiß, was Explore ist, wir dürfen die oberste Karte unserer Bibliothek revealen, also wir müssen sie aufdecken und falls es ein Land ist, nehmen wir sie auf die Hand oder nehmen wir diese Karte auf die Hand und falls es kein Land ist, packen wir hier einen 1-1 Counter drauf und können diese Karte wieder auf unser Deck zurückpacken oder aber in unseren Graveyard rein. Setzen. Also das ist schon eine schöne Karte und das ist lustigerweise auch noch eine Karte, die ich für meinen Commander sehr, sehr gerne benutzen werde. Ich meine, mein Kumena-Deck ist zwar schon vollständig, also ich kann damit jetzt inzwischen spielen. Kommst du mal raus? Ich kann damit inzwischen spielen, aber mir fehlen halt doch noch so ein paar Verbesserungssachen, die ich mir halt einfach gesagt habe, hey, das brauchst du jetzt eigentlich nicht, weil das wäre zwar ein schöner Zusatz und das ist hier tatsächlich, der Jade Light Ranger ist ein schöner Zusatz. Aber in diesem Deck geht es ja nicht prinzipiell um dieses Explore-Feature, möchte ich es einfach mal nennen. Wieder der Firebrand. Seinen Namen habe ich außerdem gerade eben nicht gefunden bei dem Hunt the Weak-Karte. Sailor of Means. Coole Karte, wird auch in letzter Zeit immer. Ah, hier ist es doch. Guckt euch das einfach mal an. Perfekt, oder? Perfekt. Er wird ja auch in letzter Zeit wieder ein bisschen öfter gespielt. Wardenaut. Interessante Karte. Wir haben hier ein Relic, Gruesome Fate, Streets of the Golden City. Und jetzt muss ich auch gleich niesen, Leute. Deswegen entschuldigt kurz. So, weiter geht's. Jungleborn Pioneer. Forerunner of the Legion. Falls ich mal irgendwie einen Vampir-Commander basteln möchte, was ich wahrscheinlich vorhaben werde. Flood of Recollection. Und unsere Rare ist schwarz. Ne, warte mal, das ist noch gar nicht unsere Rare. Moment. Ah ne, wir sind erst bei 2. Das ist jetzt. Unsere Rare ist trotzdem schwarz. Es ist der Tomb Robber. Auch wieder ein Pirat. Sehr, sehr schön. Die Piraten brauche ich, wie gesagt, für meinen Commander immer noch. Hat Menace und. Für einen Mana, discard a card, Tomb Robber explores. Das heißt also, wir können hier, eigentlich könnten wir halt echt so ein bisschen ein Explore-Theme mit in das Piratendeck reinpacken. Aber ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Wir haben da nicht so viele Karten, die sich hier da gut lohnen würden. Und wir kommen zu unserem letzten Pack für dieses Fat Pack. Aber seid nicht traurig, Leute. Es geht auf jeden Fall noch weiter. Ich habe noch ein halbes Display von War of the Spark. Da wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Ich weiß nicht, ob erst die War of the Spark Videos kommen oder aber jetzt hier das Fat Pack. Und dann geht es auch nochmal weiter, weil ich ja so viel eigentlich immer über den Commander rede, habe ich mir gedacht, machen wir auch mal einen Commander auf. Crashing Tide ist hier mit am Start. Der Monitor. Wir haben Hardy Veteran, Sworn Guardian, Impale, Evolving Wilds mal wieder. Der Buccaneer Bravado oder Buccaneers Bravado, Relentless Raptor, Pitiless Plunderer, sehr nett, wieder der Everdawn Champion und Dire Fleet Poisoner. Super coole Karte, brauche ich auf jeden Fall, finde ich schön, dass ich die gezogen habe. Also ich bin wirklich happy über die Sachen, die wir jetzt hier rausgeholt haben aus dem Fatpack. Da sind echt gute Sachen dabei und sogar noch eine Foil. Holy moly. Das ist halt echt nicht schlecht. Wer den Dire Fleet Poisoner nicht kennt, für 2 Mana, ein schwarzes und ein generisches, haben wir ein Flash Death Touch Kreatur. When Dire Fleet Poisoner enters the battlefield, target attacking pirate you control gets +1/+1 and gains Death Touch until end of turn. Das heißt also, wir können da mit irgendeinem
irgendeinem kleinen Pirate oder sowas angreifen oder vielleicht sogar mit unserem Commander, den ich jetzt einfach hier mal kurz rüberholen werde, Admiral Beckett Brass. Wir flashen sie rein, niemand möchte sie mehr blocken. Sie wird triggern und damit geht die ganze Action dann ab. Finde ich echt cool, dass ich die gezogen habe. Also damit ist mein Pirate Commander halt wirklich einen ganz großen Schritt nach vorne gekommen. Dann haben wir noch hier das Charging Tuskadon. Darüber habe ich eigentlich schon gesprochen. Oder, nee, ich habe es zumindest mal genannt, den Namen. Für 5 Mana haben wir Trample of Charging Tuskadon. Would deal combat damage to a player. It deals double that damage to that player instead. Auch eine nette Sache, die man spielen kann. Vielleicht für einen Lido Commander nicht schlecht. Das ist schließlich voll, Leute. So, ich bedanke mich hier jetzt recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das natürlich sehr, sehr gerne zeigen mit einem Daumen oder einem Kommentar. Falls ihr auch irgendwie mehr Interesse an Magic the Gathering habt, zeigt es mir auf jeden Fall. Lasst doch gerne ein Abo da. Da kommt auf jeden Fall in Zukunft noch mehr Content. So, das war's aber auch. Ich bedanke mich recht herzlich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.